Hallo Freunde und herzlich willkommen hier bei Levelscard 12. Ich begrüße euch zu einem Unboxing. Heute packen wir ein Nintendo Switch Spiel aus namens Finding Teddy 2 in der Definitive Edition. Das Ganze kommt von Pixelheart und hier haben wir die PEGI-Fassung mit dem Aufkleber internationale Packung. Spiel aber ist auf Deutsch. Wunderbar. Das Ganze ist limitiert auf 3000 Stück insgesamt und gleich werden wir sehen, welche Nummer ich habe. Ich kannte das Spiel nicht, ich habe es im Unboxing bei dem lieben Galvantrons gesehen, also Grüße an dich Torti, der ist ja für die Wii U ausgepackt und ich werde es halt für die Switch. Das Ganze habe ich mir von NetGames geholt und kostet 25 Mückenfreunde. So, auf dem Cover sehen wir hier ein Mädel in roten Shorts und einem dicken, fetten Messer. Oh, und ein winterliches Setting, überall eingeschneit. Und da sehen wir ein paar andere Bilder. So ein Pixel-Look ist das wohl. Und was zockt die da? Ist das eine... Das sieht doch aus wie eine Vita. Oder ist das ein Switch Lite vielleicht? Oder vielleicht ein Wii U? Ja, dann sehen wir. Finding Teddy 2 is a 2D action adventure game with pixel art graphics. Help King Tarant on a quest where you'll have to fight, use your sense of direction and your harding to complete your mission. Und das Ganze nochmal in Französisch und Spanisch beschrieben. Ich habe die Nummer 2233 von insgesamt 3000 Stück. Just for Games. Ja. Das Ganze kann man einen Spieler zocken. Auch auf der Lite möglich und im Tischmodus ist es auch möglich. So, jetzt packen wir das Ganze mal aus hier. Hier nochmal Just Limited, Just for Games. Numbered Edition. Ja. Zack. Und rein. Oh, was ist das denn? Ein Zertifikat. So sieht das Ganze von innen aus. Ein schönes Innendesign. Wie man das Spiel zockt: Rennen, Dash Attack, Jump Attack, Push. Welche Taste was ist, wird hier erklärt. Und da haben wir die Switch-Karte. Ja. Werden wir wohl mit dem Mädel hier nach unserem Teddy suchen. Das Game soll es neben der Switch auch für Wii U geben. Also gibt es für Wii U und für PC, habe ich auch gehört. Und was ist das hier? Certificate of Authenticity. Limited Edition of 3000 Copies. Pixelheart and Just for Games are proud to present Finding Teddy 2 Limited Edition. An authentic and original video game built for Nintendo Switch. This certificate guarantees that the item contained within is an original limited edition product, individually numbered with passion by our team. Ja, Sami Kluo, founder of Pixelheart. Unter der Lizenz. Okay, die haben das rausgebracht. Alles klar, dann wissen wir, dass es halt ein Originalspiel ist und dass es halt limitiert ist. Ne? Ja, Freunde, nochmal die schönen Bilder. Ich bin echt gespannt auf das Spiel. Sieht sehr interessant aus. Hoffen, dass die Rätsel nicht so schwer sind, dass ich da irgendwie durchkomme, ohne einen Walkthrough zu gucken. Ja, toll. Freunde, das war das Unboxing zu Finding Teddy 2 für Nintendo Switch. Ich verabschiede mich und sage bis demnächst. Bye, bye.